Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen auf diesem Weg ein aktuelles Forschungsprojekt vorstellen, welches wir am Ilse-Alt-Institut für soziale Inklusionsforschung gemeinsam mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung durchführen. Das Projekt mit dem Titel »Nicht im Gepäck« beschäftigt sich mit mitgebrachten, zurückgelassenen und neu erworbenen Dingen des Hausrats im Kontext von Flucht und Vertreibung der Jahre 1945 und 2015. Auf diesen beiden Bildern sehen Sie Menschen, die geflüchtet sind bzw. vertrieben wurden. Aus ganz unterschiedlichen Gründen waren und sind Menschen gezwungen, ihr Zuhause hinter sich zu lassen und in ein neues, unbekanntes Leben aufzubrechen. Menschen fliehen vor Krieg und Verfolgung, aber auch vor Hunger und Umweltkatastrophen in das nächste Dorf, in eine andere Stadt oder ein anderes Land. Wenn überhaupt, bleibt ihnen oft nur wenig Zeit, um ein paar Dinge einzupacken und mitzunehmen. Wer auf der Flucht ist, lässt vieles zurück und nimmt oft nur das mit, was unbedingt gebraucht wird oder aus unterschiedlichen Gründen für wichtig erachtet wird. Für gewöhnlich sind die alltäglichen Dinge, mit denen wir uns umgeben, kaum hinterfragter Bestandteil unseres Lebens. In Umbruchssituationen gerät diese Selbstverständlichkeit jedoch oft ins Wanken. In unserem Projekt fokussieren wir auf eine spezifische Umbruchssituation, und zwar auf Flucht und Vertreibung. Wir gehen in unserem Projekt davon aus, dass wir mit einer Analyse der Dinge, die Menschen auf der Flucht mitnehmen, neu erwerben oder auch zurücklassen, eine neue Perspektive auf individuelle Fluchterfahrungen gewinnen können. Wie vielleicht schon anhand der ersten beiden Fotos zu erkennen war, analysieren wir im Rahmen unseres Projekts zwei zeitlich auseinanderliegende Fluchtbewegungen. Und zwar die Evakuierung, Flucht und Vertreibung deutschsprachiger Minderheiten nach dem Zweiten Weltkrieg mit besonderem Fokus auf die Tschechoslowakei und aktuelle Fluchtbewegungen nach Österreich rund um das Jahr 2015. Konkret gehen wir dabei folgenden Forschungsfragen nach. Welche Dinge wurden auf der Flucht mitgenommen und warum? Welche Bedeutung haben mitgebrachte, aber auch zurückgelassene und neu erworbene Dinge im Migrationsprozess? Wie werden Dinge verwendet, um das alltägliche Leben neu zu gestalten? Und wie werden Dinge benutzt, um sich im neuen Kontext zu positionieren? Um unsere Forschungsfragen zu beantworten, greifen wir auf unterschiedliche Methoden zurück. Wir haben zunächst damit begonnen, die niederösterreichischen Landessammlungen und diverse Museen nach Fluchtdingen zu durchforsten. Sie sehen hier auf dem Foto einen Blick in die Sammlungen des Landes Niederösterreich. In den Schachteln finden sich die unterschiedlichsten Dinge, von denen einige für unser Forschungsprojekt von Interesse sind. Um mehr über die Lebensgeschichten von Menschen zu erfahren, die ihr Land verlassen mussten, führen wir zusätzlich biografisch-narrative Interviews durch. Zusätzlich dazu sind auch schriftliche Lebensgeschichten von geflüchteten Menschen für uns sehr spannend. Es gibt sehr viele solche Aufzeichnungen von Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden oder flüchten mussten. So etwa brachte sich die Frau rechts im Bild, als sie 18 Jahre alt war, aus Angst vor den heranrückenden sowjetischen Soldaten in Sicherheit. Sie fand gemeinsam mit ihren Eltern, die als deutsche Minderheit nach Kriegsende aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden, in Österreich ein neues Zuhause. Jetzt möchten wir Ihnen ein paar Beispiele unserer ersten Ergebnisse zeigen. Dieses Kleid etwa wurde von einer Frau mitgenommen, die 1945 aus Nordmähren vertrieben wurde. Wir wissen, dass diese Frau aus dem Rock und der Schürze ein Kinderkleidchen genäht hat. Wir vermuten, dass die Lebensumstände nach der Vertreibung sehr schwierig gewesen sind. Die Frau hat dann das Kleid wiederhergestellt und es einem Museum übergeben. Die Tracht dürfte für die Spenderin einen hohen emotionalen Wert besessen haben. Das Kleid auf der rechten Seite stammt aus der Sammlung des Musée Sentimental de Arrivier in Salzburg. Es gehörte einer Frau, die von Somalia aus geflohen ist
und die sich dieses Sommerkleid auf ihrer Flucht in Libyen gekauft hat, um einen westlichen Eindruck zu machen und nicht als Flüchtling aufzufallen. In Österreich angekommen, übergab sie das Kleid der Sammlung des Museums und das Kleid dürfte für die Besitzerin einen rein praktischen Funktion gehabt haben. Die beiden Kleider sollen als Beispiel dafür gelten, welche Bedeutung Dinge auf, während und nach der Flucht für Menschen haben können und wie unterschiedlich diese sein können. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick in unser Forschungsprojekt geben konnten und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zum Projekt haben, dann können Sie sich gern bei uns unter den eingeblendeten E-Mail-Adressen melden. Herzlichen Dank!